von Kind der Stadt in Bocholt. Und wenn ihr euch gerade auf der Suche nach der Erstausstattung für euer Baby befindet, dann seid ihr bei uns genau richtig. Ich zeige euch heute den Geo 3 von Jules. Dieser Kinderwagen ist perfekt auch für die größeren Eltern unter euch, denn wenn ihr den Schieber auszieht, ist er vom Boden ausgemessen ungefähr auf einer Höhe von 1,10 Meter, was wirklich eine angenehme Höhe ist, auch für Menschen, ich sag mal so, ab 1,90 Meter. Ihr habt hier einen wunderbar großen Korb, der fasst bis zu 15 Kilo und man hat hier einen schönen Abstand von Korb zur Wanne, dass ihr auch super alles einladen könnt. Dann gibt es hier einen Spiegelbügel, der zum einen zum Tragen der Wanne gedacht ist oder auch um ein bisschen Spielzeug zu befestigen. Ihr könnt ihn in alle Richtungen drehen, um an euer Kind dran zu kommen oder ihn auch ganz entfernen, wenn er euch mal stören sollte. Am Verdeck befindet sich ein Reißverschluss, um das Verdeck zu verlängern. Somit ist euer Kind immer perfekt vor der Sonne geschützt. Sollte euch dieser Schutz nicht ausreichen, ist hier vorne noch ein Reißverschluss verarbeitet, wo ihr noch das Sonnenverdeck von Jules anbringen könnt. Bleiben wir erstmal in den Sommermonaten. Hier vorne am Dach habt ihr ein Lüftungsfenster, ebenso wie der Wanne. Somit hat euer Kind Panoramablick und die Wanne ist stets gut belüftet. Wenn es in die Wintermonate geht, wird es früh dunkel. Dafür habt ihr hier ein Licht verbaut. Das könnt ihr in verschiedene Helligkeitsstufen einstellen. Es kann sogar blinken. Und dann könnt ihr es wieder ausmachen. Um den Wagen zusammenzuklappen, müssen wir die Wanne einmal abnehmen. Dafür gibt es hier unten einen Hebel. Dieser hier, der wird einmal gezogen und dann könnt ihr die Wanne schon abziehen. Hier seht ihr auch einen dieser schwarze Streifen, das ist auch ein Lüftungsschlitz. Der ist auch für die Belüftung der Wanne gedacht und dadurch hat diese Wanne ein Schlafzertifikat, sodass ihr die Wanne auch als Reisebett benutzen könnt. Zum Zusammenklappen am besten immer einmal die Bremse reinmachen, Schieberegler ganz nach unten. Und dann habt ihr hier zwei Knöpfe. Einmal drücken, zu sich ziehen und schon ist er zusammengeklappt. Dann klickt die Transportsicherung ein, das ist diese hier. Zum Lösen einfach einmal Transportsicherung öffnen und schon ist der Kinderwagen wieder fahrbereit. Kommen wir nun zum Sportaufsatz, das ist dieser hier. Den könnt ihr zum einen in Fahrtrichtung oder auch entgegengesetzt der Fahrtrichtung nutzen. Der wird auch einfach aufgeklickt. Ihr seht, hier fehlt das Verdeck und der Bügel. Das liegt daran, dass Schulz natürlich auch an die Nachhaltigkeit denkt. Ihr nehmt einfach den Bügel und das Verdeck von der Wanne ab. Die wird ja dann nicht mehr benötigt. Hier vorne habt ihr einen Hebel, da könnt ihr die Sitzposition verändern. Natürlich auch in eine liegende Position. Dann habt ihr hier die Fußstütze, die könnt ihr auch in verschiedene Höhen einstellen. Zum Abnehmen der Wanne habt ihr Memory-Knöpfe. Das bedeutet, ihr braucht nur einmal draufdrücken und dann könnt ihr den Sitz schon lösen. So, das war's auch schon. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr uns folgt und auch gerne ein Like da lasst. Bis zum nächsten Mal.